Hallo und herzlich willkommen zurück zu Banishers Ghosts of New Eden. Ja, wir haben in der nächsten Folge diesen gesprächigen kleinen Zauberer, Dämonologen, gefunden. Und gerade auch nochmal ein Stück Leinen, was ich beim letzten Mal übersehen hatte. Und wir sollen uns jetzt aufmachen, die Quelle des Schleims zu untersuchen. Die Frage ist jetzt nur, kommen wir da hin? Und warum hört sich das so komisch an? Widerlich. Was ist das für ein Zeug? Verbannerregel Nummer 4. Wenn Schleim austritt, nicht anfassen. Wieder ein verbocktes Experiment? Vielleicht entstammt es ursprünglich der Lehre. Den Riss habe ich, glaube ich, eben schon gesehen, aber nicht dran, darüber nachgedacht, dass ich eventuell damit da Anthea, hinkommen wir könnte. sollten von hier weg. Ja, das weiß ich, aber wir Sieh haben noch eine einer an. Aufgabe. Der unscheinbare Sohn des frommen Gouverneurs ist also unser finsterer Hexer der Harrows. Je unberechenbarer jemand ist, desto gefährlicher ist er. Ja, ich weiß nicht. Ich hasse diese schnelle sich entscheiden. Vor allen Dingen, was ist mit den Leuten, die Probleme haben mit dem Lesen? Die können das gar nicht so schnell lesen. Das finde ich immer so ätzend. Ich betrachte ihn nicht direkt als gefährlich, weil ich denke, er ist eher so der Antagonist in dieser Rolle. Also er Ich will bin eigentlich nicht was von Gutes Lemmys bewirken. Katabiertheorie überzeugt. Aber ich fühle mich komisch und ich vermute, es liegt an dem Schleim. Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Ja, dachte ich schon, dass ich die nicht kaputt machen kann. Ekelhaft. Ich brauche hier ein klein wenig Hilfe. Womit? Gegen den Schleim anzukämpfen, oder was? Das war nicht angenehm. Ganz und gar nicht angenehm. Tja, die Frage ist jetzt nur. Geisterschutzvorrichtungen. Ich brauche deine Hilfe. Also hier hinten scheinen wir ja wieder wegzugehen. Ja, wieso finde ich hier nichts? Nee, da hinten, oder? Nee, das ist nur. Ich höre auch nichts. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich bin jetzt gerade extra leise, um zu hören, ob ich hier so eine Geisterschutzvorrichtung Red, höre, aber. ich kann mich nicht mehr manifestieren. Ja, toll. Das wissen wir jetzt schon was länger. Danke. Also hier kommt doch hundertprozentig jetzt gleich was. Bin ich von überzeugt. Frage ist nur, wo können wir das Ding wegschießen? Weil warum sollen die sonst sie jetzt aussperren, wenn hier nichts kommt? Aber hier ist so gar nichts. Ich höre auch überhaupt nichts. Hier kann man nochmal runter. Unten drin oder so ist auch nichts, ne? Ist das irgendwie unter uns hängt vielleicht? Ich sehe hier gar nichts. Ich höre nichts, ich sehe nichts. Oh, Moment. Da sehe ich was. Ich bin wieder bei dir. Das ist immer gut. Aber ich schätze, wir müssen gar nicht in dieses Gebiet, oder? Weil wir sollen ja eigentlich die Quelle des Schleims erreichen. War das nicht das, wo das gerade so runtergetropft ist? Weil da gehen wir jetzt nämlich wieder zurück. Ich würde jetzt sagen, das ist da oben, aber ich guck mal. Macht aber nichts. Oder wir müssen tatsächlich dann darüber nach da hinten, damit wir dann da hochkommen. Das kann natürlich auch sein. Aber ich sage, ich hasse sowas, wo keine Karten drin sind. Das sieht mir so aus, als ob man darüber kommt.
kommen. Das heißt, wir müssten theoretisch... Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssten theoretisch wahrscheinlich durch den Strudel durch. Und der ist dann da oben. Okay, ich verstehe. Irgendwo hier konnte ich hoch. Und deswegen muss ich natürlich auch erstmal alles ausschalten, damit sie nämlich auch... Ja, ja. Alter, wo kamst du her? Aus dem Boden, ich weiß. Na, das wusste ich auch. Weich wieder nicht aus. Ich kann dir helfen. Du kannst es auch einfach alleine machen, Mädel. So. Haben wir alles eingesammelt, ne? So, das heißt, wir müssen hier weiter. Und es kommen wieder welche, es oder? Es quillt aus dem Riss. Es eitert wie eine schwärende Wunde. Köstlich. Was? Mal sehen, was sich auf der anderen Seite verbirgt. Och nee. Müssen wir? Wo sind wir jetzt? Unter der Erde, wie es aussieht. Na, wunderbar. Ja, wunderbar. Ich habe das Tintenfass entdeckt. Das ist toll. Ich habe keine Ahnung, wovon die jetzt reden. Gut. Hier ist aber nichts, was ich jetzt irgendwie gerade nicht sehe oder so, ne? Konnte ich da gerade hoch? Nee. Aber die Gegend hier ist schon schärfer. Also anscheinend sollte das wohl heißen, dass meine Sinne irgendwie für einen Eimer sind. Der Schleim auch Einfluss auf das Lebendreich. Inwiefern? Was meinst du jetzt damit? Da Wer ist da? Durch. War das ein Geist? Geist. Keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass wir allein sind. Wir sind nicht allein. Das haben wir ja gerade festgestellt. Die ist so intelligent manchmal, ne? Die Frage ist nur, will er uns was zeigen? Oder will er uns in eine Falle locken? Und was mag das wohl sein? Was? Unschuldsamer. Oh, Mist. Hast du gerade Mist gesagt? Aha. Hier hinten ist er. Es ist die gleiche Stimme, oder? Ich meine diese Stimme, die beim ersten Mal dabei war, vor der sie sich so gefürchtet hatte. Wir können uns auf jeden Fall noch in sie verwandeln. Sie ist größer, als ich gedacht hätte. Ist das ein Haus aus den Harrows? Wir könnten unter dem Brunnen sein. Kein Wunder, dass sie alle krank geworden sind. Das sind Geister, das heißt nichts Gutes. Kommen jetzt alle hier aus diesem gummigen Schleim raus, oder? Also von allem, was ich jetzt hier erlebt habe, ist das irgendwie das Seltsamste. Also ich sag mal, gruselig ist natürlich anders, ne? Aber auf jeden Fall das Seltsamste. Du brauchst das nicht mehr, ne? Es tut mir leid. Ich hätte dir gerne geholfen, als du noch lebendig warst. Och. Was? Okay, hier gibt's ein Lagerfeuer. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich guck mal eben ganz kurz, ob wir noch irgendwas verbessern können. Nur die Entwicklung, aber da haben wir ja nichts mehr gehabt. Na gut, okay.
Können wir das eigentlich nicht abbrechen oder schneller machen? Das ist immer so. Ich meine, das ist cool animiert, ne? Aber ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen nervös. Brief von Amity Gibbs. Liebste Eltern, Ruben und ich sind wahrscheinlich in der Provence angekommen. Unser Zuhause ist urig und... wahrscheinlich, wahrlich meine ich. Unser Zuhause ist urig und entzückend. Ich glaube, es würde euch gefallen, wenn ihr wohl mit der Farbe der Vorhänge nicht einverstanden wärt. Wir besuchen jeden Gottesdienst, wie es sich gehört. Die Predigt am vergangenen Sonntag war besonders herrlich und hätte euch sicher auch gut gefallen. In New England, gibt es doch noch Männer wahren Glaubens. In euren letzten Brief erwähntet ihr, dass die Farm in Schwierigkeiten geraten war. Wenn Gott euch Prüfungen auferlegt, habe ich keine Zweifel daran, dass ihr sie bestehen werdet. Doch sollte es notwendig sein, wird Ruben euch mit Freuden Geld leihen. Wir würden sogar in Erwägung ziehen, euch einen Besuch abzustatten, solltet ihr mit gewissen Bedingungen einverstanden sein, die euer Benehmen und eure Wortwahl betreffen. Insbesondere Ruben gegenüber, der weder abbettelnde noch spitze Bemerkungen verdient hat. Eure Tochter Amity. Dieses Haus hat einst wohl Antipas und Clemency Gibbs gehört. Cutten Mathers Pamphlet oder so. Und das Weib, das daraufhin verwundert war, gestand, dass die Anschuldigungen wahr seien. Und dass sie und die anderen Personen, die in diesen übernatürlichen Diskurs genannt wurden, mit dem Teufel vertraut gewesen seien. Ach, oje. Auf die Frage, ob sie mit ihm einen ausdrücklichen Pakt eingegangen war, verneinte sie dies. Erklärte jedoch, dass sie ihm versprochen habe, ihm zu folgen, wenn er es verlangte. Was sie dann auch mehrmals getan habe. So, so, Hexenjagd also, ja. Das Innere der Büchse Pandora. Ja, mag sein, aber nicht hier. Geschäftsbuch der Gipsfarm, Frühjahr 1695. Aufgaben 198, 8 Realenstücke, Instandsetzung des Mauerwerks und so fort, weiter und so fort. Einnahmen, Weizen, Pferdefleisch, Winter 1665, Einnahmen. Ja gut, das müssen wir uns jetzt nicht alles durchlesen. Ja, ist halt das Geschäftsbuch, das steht Land nichts der Wichtiges Gips lag drin. Brach. Sie hatten kaum Geld. Okay. Nee, da kam ich hier, ne? Aber irgendwas ist hier. Ist das von dem Ort hier? Ist das von dem Ort hier oder ist hier noch irgendwas? So leicht wie von einem Baumstamm zu fallen, nachdem man von einem irrwischen Ackerschuss erschreckt wurde. Das lässt du mich nie vergessen, was? Hm, jetzt bin ich auf der Rückseite. Bringt uns das irgendwas? Also ich glaube tatsächlich, dass die Geräusche jetzt hier aus der Umgebung einfach nur kommen. Ja, dafür, dass sie so gut im Dunkeln sehen konnte, kann ich mit ihr jetzt aber nicht wirklich viel sehen. Ich kann hier hoch. Achso, dann komme ich wieder zurück, ne? Weil da bin ich ja runtergesprungen, meine ich. Was hat da jetzt geglänzt? War noch was zum Einsimmeln? Ne, von da bin ich nicht gekommen. Von da hinten bin ich gekommen. Ja, es war so klar. Es war so klar. Du kannst mich euch um Hilfe bitten. Warum sollte ich? Du schaffst es auch gut alleine. So. Es war mir aber klar, dass wir hier oben jetzt auf die
stoßen werden, beziehungsweise dass die halt angreifen werden. Weil wenn die da so liegen, ne, und man da irgendwas einsammeln kann, das ist immer das Gleiche. Ein bisschen schade ist es schon, dass es dann keine Überraschung ist. Wenn man sich da einmal drauf eingestellt hat, dass es halt eben so ist. Aber naja. Das kann ich leider nicht. Ach, da oben die Truhe höre ich die ganze Zeit. Ah. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Komme ich da durch den Riss irgendwo hin, wo ich dann hochkomme? Ah nee, ich kann klettern. Ach, ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre ein Riss. Ich bin ja auch blöd. Das ist nichts Neues, aber ne, ihr wisst, wie ich das meine. Okay. Hä, da ist schon wieder was? Warum so viel? Ich verstehe es nicht. Kann ich hier... hier kann ich runter, oder? Ja, das war auch das, wo ich hochgekommen bin, nebenbei bemerkt. Gehen wir einmal hier durch. Schau nach oben. Der Schleim hat sich einen Weg durch das Gestein gebahnt. Ja. Soll mir das jetzt irgendwas sagen? Worte der Vergangenheit verweilen hier. Moment, wir sammeln erstmal ein, bevor wir hier irgendwas anklicken. Ah! Nachricht an das Ehepaar Gibbs. Gibbs, ich danke euch für eure Nachricht. Gott weiß, die Zeiten sind hart. Ich kann verstehen, dass ihr unsere letzte Getreidebestellung nicht liefern konntet. Wir befinden uns in einer ähnlichen Lage und müssen unseren nächsten Auftrag leider aufgrund des Ablebens unseres letzten Rinds stornieren. Enthalten findet ihr den ausstehenden Betrag, mit dem unsere Schulden abgegolten sind. Zumindest bis wieder bessere Zeiten anbrechen. Möge Gott uns alle von diesem Fluch erlösen. Richard Mellons. Okay. Von allen Häusern ist nur dieses eine in die Tiefe gestürzt. Vielleicht war es etwas Persönliches. Hat der Schleim das Haus der Gibbs angegriffen? Gar keine Frage. Seh dich bloß mal um. Der Routenginger. Hä? Ist das der gleiche Schleim, den ich jetzt hier hatte? Weil den kann ich jetzt doch nicht mehr untersuchen. Mr. und Mrs. Gibbs, habt ihr meine Arbeit gelesen? Das habe ich, ja. Dann habe ich mir die Hände gewaschen und Gott um Gnade gebeten. Ihr behauptet, beweisen zu können, dass es keinen Fluch gibt. Nun... Das ist genau das, was eine Hexe behaupten würde, stimmt's? Wo immer Leute zusammenleben, brechen Krankheiten aus. Und ich glaube... Was tut ihr da? Wir bereiten euren gemeinen Lügen ein Ende. Wir kennen euch und werden über euch richten. Hexe! Das war Deborah. Hm. Sie hat rationale Argumente angeführt, aber sie haben sie in der Luft zerrissen. Ja, natürlich. Er hat es auf dich abgesehen. Ja, ach nee. Echt? Oh, Alter. Ha! So. Jetzt ist die Tür frei. Oder ein Durchgang frei, sagen wir es mal so. Nur oben kommen wir immer noch nicht hin. Mal gucken, wie wir da jetzt rüberkommen. Ah, die Seelen zeigen uns wieder den Weg. Mrs. Gibbs, nehme ich an. Was? Die Leiche oder was? Ja, ist es Mrs. Gibbs oder nicht? Das werden wir leider erst in der nächsten Folge erfahren. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.